Chicago feiert. Und Julia hat die Adresse eines ehemaligen Soldaten, der Anitas Adoptivvater kennen könnte. Ein langer und erfolgreicher Tag geht zu Ende. Am nächsten Morgen. Julia macht sich auf den Weg zu Thomas Nolan. Laut Militärarchiv war der heute 83-jährige Veteran zeitgleich mit Anitas Adoptivvater in Deutschland stationiert und das in der gleichen Einheit. Er müsste ihn daher eigentlich kennen. Ob Thomas Nolan immer noch an der Adresse wohnt, konnte ich bisher leider nicht rausfinden. Deswegen versuche ich jetzt mein Glück vor Ort. Nach rund 30 Minuten Fahrt erreicht Julia die Anschrift, die in den alten Militärunterlagen verzeichnet war. Und tatsächlich scheint der ehemalige Soldat noch immer hier zu leben. Hier, Thomas Nolan. Hello? Hello? Can I help you? Kann ich Ihnen helfen? Yes. Ja, hallo. Hi. I'm coming to you. Ich komme zu Ihnen. Hi. Yes, hallo, mein Name ist Julia. Ich suche Ihren Nachbarn, Thomas Nolan. Kennen Sie ihn? Do you know him? Thomas Nolan lives there. Thomas Nolan lebt da, ja. Aber er ist nicht zu Hause? Nein, der ist gerade bei der Arbeit. It's because I'm looking for Thomas Nolan. Ich suche einen Thomas Nolan, der über 80 Jahre alt sein müsste und bei der Army war. Der hier ist um die 50 Jahre alt. He's in his 50s. Er ist um die 50? Ja. Yeah, maybe he's. Vielleicht ist er ein Verwandter. Könnte sein. Could be. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ja, auf dem US Cellular Field. Das ist im Süden Chicagos am White Sox Park. White Sox Park. Ist das das Stadion? Ja. Ah, okay. Und wissen Sie, ob er jetzt da ist? Yes, I believe he is. He does security. Ja, ich glaube schon. Er ist dort Sicherheitsbeamter. Sie müssen ihn in der Nähe des Ticketschalters finden. Okay. Dann versuche ich es dort mal. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wie ist Ihr Name? Rico. Danke, Rico. Nicht zu danken. Bye. Bye, bye. Also bevor ich jetzt warte, bis irgendjemand nach Hause kommt, fahre ich besser zu dem Baseballstadion. Wenn dieser jüngere Thomas Nolan mit dem älteren verwandt ist, dann kann er mir bestimmt weiterhelfen. Julias Suche gestaltet sich schwieriger als erhofft. Der Thomas Nolan, der mit Anitas Adoptivvater in Deutschland stationiert war, lebt offensichtlich nicht mehr hier. Aber ein Mann mit gleichem Namen. Vielleicht sein Sohn? Am Stadion der White Sox, der örtlichen Baseballmannschaft, hofft Julia, ihn bei der Arbeit anzutreffen. Excuse me. Entschuldigung, ich suche Thomas Nolan. Nolan? Oh. Wen? Thomas Nolan. Thomas Nolan. Thomas Nolan kenne ich nicht. Er soll hier arbeiten. Okay, thank you. Hallo, ich suche nach Thomas Nolan. Er arbeitet hier. Kennen Sie ihn vielleicht? Ich kenne keinen Thomas Nolan. Nein? Tut mir leid. Okay, danke. Hi. Wie geht's? Hi, I'm fine. Ich suche nach Thomas Nolan. Er arbeitet hier. Kennen Sie ihn? Ja, Thomas Nolan ist hier um die Ecke. Sie müssen durch die grüne Doppeltür. Fragen Sie dort nach ihm. Danke. Gerne. Tschüss. Bye. Entschuldigung, sind Sie Thomas Nolan? Ja, kann ich helfen? Hallo, mein Name ist Julia. Hallo Julia. Ich war bei Ihnen zu Hause und Ihr Nachbar hat mir gesagt, dass Sie hier arbeiten. Okay. Worum geht's? Ich suche einen Thomas Nolan, der sehr viel älter ist als Sie. Er müsste über 80 Jahre alt sein. 80s. Hast du meinen Vater? Vielleicht mein Vater. Mein Vater ist 83. War Ihr Vater mit der Army in Deutschland stationiert? Yes, ma'am. Ja, das stimmt. Wirklich? Ja. Okay. Und er lebt hier in Chicago? Does he live here in Chicago? Oh, no, here. Nein, er hat ein Haus in Florida. Er mag die Kälte nicht mehr so. Deshalb lebt er jetzt in Florida. Verstehe. Warum suchen Sie ihn denn? Julia erklärt, warum sie Thomas Nolan Senior sucht. Sein Sohn ruft ihn daraufhin spontan in Florida an und reicht das Telefon an Julia weiter. Schnell stellt sich heraus, er war tatsächlich ein Kamerad von Anitas Adoptivvater und kann sich noch gut an Raymond Davis erinnern. Auch nach der Rückkehr in die USA hielten beide Kontakt. Doch es gibt nicht nur gute Nachrichten. Thank you so much. Vielen Dank, Mr. Nolan. Tschüss, vielen Dank. Bye, thank you. So, thank you. Vielen Dank. Konnte er helfen? Ich glaube ja. Danke. So. Tschüss. Thanks. Bye. Ja, Mr. Nolan hat mir erzählt, dass Raymond Davis leider vor mehr als 20 Jahren verstorben ist. Er hat mir auch gesagt, dass er zuletzt wohl in St. James in Missouri gelebt hat.
Das sind zwar traurige Nachrichten, aber andererseits bringen die mich trotzdem vielleicht ein Stückchen weiter. Ich werde morgen nach Missouri reisen und versuchen dort nach Edeltrauts Tochter zu recherchieren. Am nächsten Tag. Julia verlässt Chicago. Vor ihr liegen 700 Kilometer Fahrt in den Süden. Ihr Ziel ist die Stadt Rolla mit dem Vorort St. James. Nur knapp 4000 Menschen leben dort entlang der Route 66, dem berühmtesten Highway Amerikas. Julia kommt nach 9 Stunden Fahrt am Abend dort an. Es ist zu spät, um noch etwas herausfinden zu können. Sie beschließt, erst am nächsten Morgen weiterzusuchen. Der nächste Tag. Julia weiß nicht, wo Anitas Adoptivvater genau gewohnt hat. Sicher scheint nur, dass er hier in St. James gestorben ist. Und Julia hat auch schon eine Idee, wie sie diese Information weiterbringen könnte. Zielsicher steuert sie den örtlichen Friedhof an. Das ist der einzige Friedhof weit und breit. Jetzt muss ich suchen. Wenn Anitas Adoptivvater hier gestorben ist, muss er auf diesem Friedhof beerdigt worden sein. Und wo ein Grab ist, gibt es meist auch Angehörige, die dieses pflegen. Da ist Davis. Aber Jim und Corinne sind andere. Don und Judy, das ist er auch nicht. Der Friedhof ist leider sehr, sehr groß. Systematisch sucht Julia alle Grabreihen ab. Das dauert mehr als 2 Stunden. Sie ist kurz davor aufzugeben, doch dann zahlt sich ihre Hartnäckigkeit aus. Da, Davis. Wieder ein Grab. Tatsächlich, das ist das Grab. Raymond. Und hier steht auch Dolores. Die Daten stimmen auch. Da ist ein Foto. Das heißt, dass hier Anitas Adoptiveltern begraben liegen. Und das bedeutet auch, dass auch ihre Adoptivmutter mittlerweile verstorben ist. 1999. 3 Jahre nach Raymond. Damit ist auf jeden Fall klar, dass ich hier richtig bin. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich an die Verwaltung von dem Friedhof komme, um irgendwelche Informationen zu dem Grab zu kriegen. Da kommen 2 Frauen auf dem Rad, ich frag die mal. Excuse me? Entschuldigung, können Sie kurz anhalten? Ich brauche Hilfe. Hi, ich suche nach der Friedhofsverwaltung. Wissen Sie, wo ich die finde? Ja, Sie müssen ins Rathaus. Okay. Es ist nicht weit von hier, hinter dem Stadtzentrum rechts. Ah, da hinten? Ja, genau. Thank you so much. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Bye, bye. Hoffentlich sind da irgendwelche Daten hinterlegt. Vielleicht wer das Grab pflegt oder wer für die Bezahlung zuständig ist. Jeder Hinweis auf irgendein Familienmitglied hilft mir weiter. Es sind nur ein paar Minuten bis zum Rathaus von St. James. Hier soll die Friedhofsverwaltung ihr Büro haben. Julia hat keinen Termin und versucht, spontan Hilfe zu bekommen. Hallo? Oh, hi! Hi, I'm Julia. Ich bin Julia aus Deutschland und bräuchte Ihre Hilfe. Gerne, kommen Sie doch rein. Ist das in Ordnung mit der Kamera? Ja, nehmen Sie doch Platz. Danke. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich war auf dem Friedhof und habe dort das Grab von Raymond und Dolores Davis gefunden. Ich suche nach deren Adoptivtochter Anita. Ihre leibliche Mutter möchte sie gerne wiedersehen. Jede Information über die Adoptivfamilie könnte mir weiterhelfen. Lassen Sie mich mal in meinem Computer nachsehen. Vielen Dank. Ich habe hier einen Eintrag gefunden. Leider steht hier nur das Geburts- und Sterbedatum. Vielleicht finde ich in der Friedhofskartei weitere Informationen. Okay, thank you. Danke. Hier sind die Karten. Mal sehen, was dort vermerkt ist. Hier steht die alte Adresse und wieder die Geburts- und Sterbedaten. Leider nicht mehr. Auf der Rückseite haben wir die Todesanzeigen.
Dolores starb bei einem Autounfall? Anscheinend ja. Hier steht das Bestattungsunternehmen, welches die Beerdigung durchgeführt hat. James & Gar Mortuary. Existieren die noch? Ja, die gibt es noch. Die sind hier in St. James ansässig. Möchten Sie die Adresse haben? Ja, bitte. On 117 Seymour Street. 117 Seymour Street. Danke, das werde ich finden. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Sarah. Vielen Dank, Sarah. Viel Glück bei der Suche. Danke. Also wieder kein konkreter Hinweis auf Edeltrauts Tochter. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Beerdigungsinstitut weiterhelfen. Wer sich um das Grab von Anitas Adoptiveltern kümmert, weiß Julia noch immer nicht. Ihre letzte Hoffnung? Der örtliche Bestatter, ein paar Straßen weiter. So, hier ist es. Da brennt Licht. Ich gehe da mal hin. Das Institut James & Gar kümmerte sich vor 19 Jahren um die Beisetzung von Anitas Adoptiveltern. In deren Unterlagen hofft Julia nun endlich, Angehörige zu finden. Hallo? Hi! Hi. Hallo, kann ich helfen? Hi, I'm Julia. Hallo, mein Name ist Julia. Ich bräuchte ein paar Informationen von Ihnen. Some information. Information as. Um was geht es denn? Es geht um ein Grab. Waren Sie schon im Rathaus? Yes, and they gave me your address. Ja, die haben mich zu Ihnen geschickt. Ich bin auf der Suche nach Informationen zum Grab von Raymond und Dolores Davis. Genauer gesagt zu deren Familie. Family or relatives. Wir führen hier sehr viele Beerdigungen durch. Gehen wir doch in mein Büro und ich schaue in den Akten nach. Okay, that's great. Ja, das wäre toll. Vielleicht finden wir etwas über die beiden. Yes. Okay. Ja. Julia erklärt, dass eine 85-jährige Deutsche verzweifelt ihre leibliche Tochter sucht. Und dass sie deshalb Informationen über die Familie Davis benötigt. Der hilfsbereite Bestatter will daraufhin gerne für Julia im Registerbuch nachsehen. Wenn sich jemand um das Grab kümmert, steht das dann da drin? Yes. Ja. Yes. What this has is the next of kin. Dort sind alle relevanten Informationen zur verstorbenen Person vermerkt. Und natürlich der oder die Auftraggeber und wer sich um das Grab kümmert. Was in charge of the service after the person's death. I see. Uh-huh. Wie war der Name nochmal? Raymond Davis. Raymond? Ja. Okay, looks like Raymond's in this book. Ich habe hier einen Raymond Davis. Wirklich? Ja, wenn Sie mal näher kommen möchten. Ja. Hier ist er. Raymond Davis. Ah, here he is. Tatsächlich. Okay. Uh-huh. I see, and this is Dolores. Huh? Hier ist Dolores auch. Yeah, Dolores died. Sie starb 3 Jahre nach ihm. And, hier ist Anita. Anita. This is the woman I'm looking for. Das ist die Frau, die ich suche. Kümmert sie sich um das Grab? She actually must. Sie hat die Beerdigung in Auftrag gegeben. Okay, and this is her address in Rolla. Und da steht ihre Adresse hier in Rolla. Endlich, ich hab sie. Es ist schön, dass du gefunden hast. Es war auch eine Adresse ganz in der Nähe, dort im Ort. Und da bin ich dann gleich hingefahren. Ist hingefahren. Okay. Das gucken wir jetzt an. Und geht's dir gut? Schau mal. Ja. Hier, 12746. Das ist das Haus. Hier wohnt Anita, wenn alles gut geht. So. Steht ein Auto vor der Tür. Die geht gar nicht, da innen kann man klopfen. Mein Name ist Julia. Bist du Anita? Are you Anita? Yes. Ja. Oh Gott. I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland und bin auf der Suche nach dir. You looking for me? Du suchst mich? Ja. Hast du eine Verbindung mit Deutschland?
Ich weiß, dass ich dort geboren bin und dass ich adoptiert wurde. Sie weiß es. Would it be okay? Können wir beide vielleicht drin in Ruhe miteinander sprechen? Sure. Gerne. Es ist nichts Schlimmes. Komm doch bitte rein. Danke. Please, come in. Ich hab sie gefunden. Ja, ja. Geht dir gut? Gott sei Dank. Und dann habe ich ihr natürlich gesagt, um was es geht. Und dann haben wir lang gesprochen miteinander. Ja. Und das möchte ich dir zeigen. Ja. Ja? Ja. Gott. Ja. Anita, as I told you, ich bin hier, weil jemand aus Deutschland nach dir sucht. Es ist deine leibliche Mutter. She is looking for you. Oh my gosh. Oh mein Gott. What does that mean to you? Was bedeutet dir das? It means. Es bedeutet. To know that she's still looking for me is. Zu wissen, dass sie mich sucht. It just means so much. Das bedeutet mir unglaublich viel. Just, it's like a dream. Das ist wie ein Traum. Anita, wie war deine Kindheit? It was very good. Meine Kindheit war sehr schön. Ich hatte zwei Schwestern und einen Bruder. And we moved around a lot. Wir sind oft umgezogen, da mein Vater bei der Armee war. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Gott sei Dank. For sure you can imagine that. Dich wird bestimmt interessieren, wie es aus Sicht deiner Mutter zu der Adoption kam. Ihre Beziehung zu deinem Vater war sehr schlecht. Er war kein guter Mensch. Als deine Mutter mit dir schwanger war, ist dein Vater fremdgegangen. Als er von der Schwangerschaft erfuhr, wollte er dich sofort zur Adoption freigeben. Dein Vater hat sie sehr aggressiv dazu gezwungen, dich abzugeben. Letztendlich hat er dich ihr einfach weggenommen. Bis heute leidet sie darunter sehr, dass du ihr einfach genommen wurdest. Jetzt ist sie 85 und es ist ihr einziger und letzter Wunsch, dich noch einmal zu sehen. Es ist so schlimm, das zu hören. Denn wir haben so unendlich viel Zeit verloren. Ich fühle so viel Liebe für meine Mutter. Es ist schwer zu verstehen, denn ich habe sie ja nie richtig kennengelernt. Aber sie war immer in meinem Herzen. Ist es wichtig für dich, dass sie gerade jetzt in dein Leben tritt? Ja. Mir geht es zurzeit nicht besonders gut. Mein Mann ist kürzlich verstorben und ich bin jetzt allein. Du fühlst, dass ein Teil von dir fehlt. There's part of you missing. Yeah. It makes me a whole person. I feel like a whole person. Jetzt fühle ich mich wieder komplett. Anita, wie lebst du heute? We live in Rolla. Wir leben hier in Rolla. Ich habe vier Kinder. Beth, Eric, Samantha und Dolores. Ich habe sechs Enkelkinder. Unser Leben war nicht immer leicht, aber wir halten zusammen. Das hilft. Hast du Fotos von deiner leiblichen Mutter? Nein, leider nicht. Das ist deine Mama. Ich habe ihre Augen und ihre Haarfarbe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein Foto von ihr in den Händen halten würde. Weißt du, dass du Geschwister hast? Ja, das hat man mir gesagt. Willst du deine Geschwister sehen? Ja. Das ist Ingrid. Oh mein Gott. We look so much. Wir sehen uns so ähnlich. Und das ist Helmut. Oh mein Gott. Sie möchten dich so gerne kennenlernen. Auf diesen Augenblick habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Oh mein Gott.
Ich liebe sie. Und ich möchte sie so gerne kennenlernen. Das ist mein ganz großer Lebenstraum. Oh, schön, schön, schön. Schön. Ich habe das ganz gerne gemacht für dich. Ja, du bist froh, gell? Ja, oh ja. Ich bin so froh, dir das jetzt sagen zu können, dass ich deine Tochter mitgebracht habe. Echt? Na, das ist aber schön. Deine Anita wartet auf dich. Und ich würde dich jetzt gern zu ihr bringen. Ja. Machen ja. wir das? Ja. Ja. Gut. Gegen ihren Willen wurde Edeltraut vor 55 Jahren von ihrer Tochter Anita getrennt. Jetzt ist ihr Kind aus den USA nach Deutschland gekommen, um endlich ihre Mutter in die Arme schließen zu können. Jetzt ist es soweit. Da draußen wartet deine Tochter. Ja. Ich habe immer an dich gedacht. Immer. I'm so happy. I'm so happy. I love you, Anita. Anita. Yes. Und noch eine Überraschung gibt es. Auch Edeltrauts Tochter Ingrid ist heute nach Köln gekommen. Und sie ist überglücklich, ihre kleine Schwester zum ersten Mal in ihrem Leben in die Arme zu schließen. I am so happy. Yes, we are too. Was für ein schönes Bild, euch zusammen zu sehen. Ich bin sehr froh und wünsche alles Gute. Julia, vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. All the best. Dank. Tschüss, alles Gute. Ja. Edeltraut ist überglücklich. Endlich darf sie mit ihrer Tochter zusammen sein. Zwei Wochen verbringt Anita in Bayern und kann dort ihre deutschen Geschwister kennenlernen. Nach 55 Jahren sind sie nun wieder eine ganze Familie.